Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz nach einem sehr nervenaufreibenden Pokalspiel mit einem glücklichen Ende für den 1. FC Nürnberg. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer, unseren Gästetrainer Daniel Thun und unseren Cheftrainer Markus Weinzierl und würde Daniel gleich mal um seine Analyse nach dem heutigen Spiel bitten. Ja, zunächst natürlich Gratulation, Markus, an dich, dein Team und an den Club. Ich glaube, Freude ist sicherlich auf eurer Seite sehr groß. Entsprechend natürlich die Enttäuschung umso größer auf unserer Seite. Inhaltlich für mich eine Partie, die ein wenig Zeit gebraucht hat für uns als Fortuna auch ins Spiel zu finden. Ich glaube, die ersten Momente gehörte dann schon dem Club und wir haben dann ein bisschen anpassen müssen. Wir hatten ein paar Herausforderungen auch, dass wir vielleicht mit Emma Joa auch einen neuen Spieler auf der AV-Position links hatten. Fand aber auch, dass wir das Spiel dann über weite Strecken erste Halbzeit ausgleichen konnten und hatten ja dann den Punch, in dem der Club verwehrt blieb in der ersten Halbzeit mit dem 1-0 für uns. Zweite Halbzeit, klar, haben wir uns viel vorgenommen. Wir wussten, dass der Club drücken muss, dass sie kommen müssen, um zu egalisieren. Und das ist der erste Augenblick, wo ich vielleicht meiner Mannschaft einen Vorwurf machen kann und auch sollte. Es lag ja schon ein bisschen was da, wir hätten das Spiel zumachen können. Also können darüber reden, ob wir hinten raus 93 Minuten stabil sein müssen. Aber wir müssen Tore schießen. Das zweite Ding lag da, das dritte Tor war möglich. Es war nicht ganz so viel Zwingendes, was wir dann auch von unserem Tor fernhalten mussten. Bis zur 90. Minute. Das ist Fußball dann und diese 90. Minute hat dann dazu geführt, dass es in die Verlängerung ging. Das Momentum nicht auf unserer Seite. Die erste Halbzeit der Verlängerung wieder auf unserer Seite mit Möglichkeiten, wo wir schon nahezu oder kurz davor waren, auch zu jubeln. Ja, und dann ist Fußball. Dann gibt es sicherlich jemanden, der es nicht gut mit uns gemeint hat. Heute einfach ist dann natürlich ein bisschen traurig, dass der Spieler, der in der 120. Minute von den Beinen geholt wird, auf dem Weg zum Matchwinner war, vielleicht wenn er ihn reingeschossen hätte, weiß man nie, aber war natürlich ein guter Augenblick für uns. Derjenige ist, der dann nachher mit Tränen in den Augen in der Kabine sitzt, weil er 11 Meter verschossen hat und dann sah ich das Momentum vielleicht dann eher auf Clubseite wie in der Nachspielzeit und ja, darüber hinaus natürlich auch im Elfmeterschießen ist natürlich dann umso bitterer, dass Zentimeterentscheidungen dann zu unseren Ungunsten ausgefallen sind, gerade in dem Augenblick, wo ein Elfmeter verschossen wurde. Und Geschichte ist zu Ende erzählt. Also emotional fühlt sich nicht gut an, Enttäuschung schütteln wir raus. Wir haben einen Liga-Auftrag und entsprechend nochmal Gratulation. Ich wäre auch gerne eine Runde weitergekommen. Danke. Daniel, vielen Dank. Markus, deine Worte. Ja, Daniel, danke für die Glückwünsche. Gib es gerne an die Jungs weiter. Ich finde, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Wir bekommen dann den Rückstandstreffer, wo wir ja eine Flanke nicht verhindert haben und im Zentrum da eben Kornatski dann das Tor macht. Da hat man gemerkt, dass wir da ein bisschen dran geknappert haben, aber wir haben dran geglaubt. In der zweiten Hälfte sehr offensiv dann auch gewechselt. Natürlich haben die Düsseldorfer dann auch ein, zwei Chancen gehabt, aber wir haben dran geglaubt, sind belohnt worden. Und wenn du im Elfmeterschießen dann das Spiel gewinnst, dann hast du auch das notwendige Glück heute gehabt. Das haben wir uns erarbeitet, das haben wir auch gebraucht und ich hoffe und wünsche mir, dass die Jungs den Schwung jetzt mitnehmen in der Liga. Dankeschön. Ja, vielen Dank an beide Trainer. Dann gerne eure Fragen. Kurzes Handzeichen, dann gibt das Mikrofon. Gibt es noch Fragen oder ist alles gesagt? Klaus Bergmann von der dpa. Herr Weinzierl, was sagen Sie denn zu dem Comeback von Taylan Duman, der dann auch noch Glück hatte im Elfmeterschießen, dass der Elfmeter wiederholt wurde? Was kann ihm das für einen Push geben? Ja, es war so ein Bauchgefühl, dass er überhaupt im Kader steht, weil wir wirklich viele Spieler haben, aber er hat noch Trainingsrückstand, aber er macht im Training, hat er wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und ich wusste und kenne ihn, dass er mit einer Aktion auch was Entscheidendes machen kann und das war heute der Fall. Er hat eine sehr, sehr positive Art im Alltag und die haben wir auch in unserer Phase jetzt gebraucht und deswegen haben wir ihn auch gebracht und er hat sich belohnt, hat uns belohnt für den Aufwand heute. Auch das notwendige Glück gehabt beim Elfmeterschießen. Und ich bin sehr froh, dass wir so entschieden haben. Einmal hier vorne in der Mitte. Eine Frage an Herrn Thun. Können Sie uns vielleicht ein bisschen Aufschluss darüber geben, wie es zu den Elfmeterschützen gekommen ist? 0,0 Vorwurf natürlich an den, der dann verschossen hat, beziehungsweise wo der Elfmeter gehalten wurde. Die Frage, die sich ja nur aufdrängt, ist, warum es jetzt ausgerechnet ein Debütant war, der geschossen hat und nicht möglicherweise andere da auch die Verantwortung an der Stelle übernommen haben? Zunächst haben wir erstmal 5 Spieler
dann auch ausfindig gemacht, die Verantwortung übernehmen wollten. Das erstmal Daumen hoch dafür. Ein Spieler, der natürlich nicht viel Zeit bei uns im Kader verbracht hat, aber ja, vielleicht auch derjenige sein kann, der das Spiel entscheidet. 120., um nochmal daran zu erinnern, er war auf dem Weg zum Tor und das wollte er sich, glaube ich, nehmen. Das wollte er vielleicht die Mannschaft ihm auch geben. Kann detailliert nicht ganz dazu sagen, wie es zu der Auswahl kam. Ich habe dann doch sehr viel getrunken zu der Zeit und zum Elfmeterschießen dann kurz mich verabschiedet. Aber ich habe kompetente Trainer, die dann mit dem Team das auch besprochen haben. Und wir haben 11 Schützen dann für uns ausfindig gemacht. Und ja, er war jetzt Leidtragende. Aber jetzt grundsätzlich habe ich da jetzt kein Problem gesehen, dass andere Spieler entsprechend dann keine Verantwortung übernommen haben. Das wäre mir jetzt so ein bisschen leicht, wenn ich dann sage, die anderen haben es nicht getan. Sondern es sollen ja mal die schießen, die sich sicher fühlen. Und dann haben sich die 5 gemeldet. Einmal direkt daneben und dann kommen wir zu dir, Uli. Herr Thiel, noch eine Frage zu Emma Ioha, der ja heute als Linksverteidiger gespielt hat. Dadurch, dass Kabovnik und Gavori ja auch mindestens, Kabovnik auf jeden Fall noch fürs Wochenende ausfällt. Wie bewerten Sie seine Leistung und ist er auch eine Option dann auch für die nächsten Spiele dort? Ja, es ist keine Überraschung, dass er es auch spielen kann. Er hat es bei mir vor einigen Jahren mal gespielt. Ich weiß, dass er sehr aufmerksam ist im Training auch, dass er die Bahn alleine spielen auch kann, was wir ja auch schon gemacht haben gegen St. Pauli. Jetzt war es so, hat er als Außenverteidiger dann noch das Spiel beendet. Geile Flanke zum Tor, also hat er positiv gemacht, definitiv. Ich sehe die Leistung positiv von ihm. Völlig ungewohnt eine Position, aber ist sicherlich auch eine Alternative und eine Möglichkeit, dass er am Wochenende gegen Sandhausen auch auf der Position startet. Jetzt Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung. Herr Weinzierl, wer ist denn heute Ihr persönlicher Pokalheld? Der bereits angesprochene Duman, Peter Winterl, der nicht nur den Elfmeter hält, oder Flick, der das Elfmeterschießen erst möglich gemacht hat und sich geopfert hat? Da will ich keinen benennen, sondern ich freue mich für die Mannschaft. In der Situation jetzt ein Erfolgserlebnis zu haben, ist wichtig und wird uns Selbstvertrauen geben. Da merkt man schon in gewissen Phasen, dass das nicht hundertprozentig da war im Spiel heute. Aber so ein Sieg hoffe ich, dass das gut ist für diese Situationen, für Selbstvertrauen. Und deswegen ist für mich die Mannschaft der Sieger. Und ich wünsche mir, dass es Rückenwind gibt für die Liga und dass wir am Samstag dann so weitermachen. Nico Gehler von der BILD. Herr Weißer, Sie haben es gerade angesprochen, Sie hoffen, dass es Rückenwind gibt. Wie wichtig ist denn das Erfolgserlebnis 120 Minuten jetzt in den Beinen? Zwei Tage vielleicht oder weniger Pause, viel weniger Pause wie der Gegner Jan Regensburg. Da ist es umso wichtiger, dass man das Spiel positiv gestalten konnte, oder? Ja, absolut. Dass man nach Siegen immer schöner weiterarbeiten kann wie nach Niederlagen, das ist auch klar. Und dass uns das jetzt sehr, sehr freut und dass Erfolgserlebnisse gut tun. Und vor allem auch die Art und Weise, finde ich, ordentlich war in der ersten Halbzeit. Finde ich, sind wir sehr gut in das Spiel reingekommen. So müssen wir spielen und so müssen wir am Samstag dann eben auch auftreten von der ersten Minute an. Wir können es. Wir haben 120 Minuten heute Vollgas gehen können. Also können wir auch in 3 Tagen wieder spielen und wissen, was die Regensburger können und dass die da mindestens genauso gut uns entgegentreten werden, dass wir da Frische auch brauchen und auch die letzte Konsequenz, dass es ein enges Spiel wird. Aber erstmal freuen wir uns heute und konzentrieren uns dann ab morgen auf Regensburg. Bitte. Zwei Fragen noch an Sie, Herr Thiel, von mir. Das eine, ich habe keinen Elfmeter-Fetisch, aber könnten Sie trotzdem noch verraten, wer der 5. Torschütze der Düsseldorfer gewesen wäre? Und die zweite Frage hinterher, Sie haben gerade gesagt, dass man das jetzt abschütteln muss und dann Richtung Sonntag geht. Können Sie uns vielleicht trotzdem noch ein bisschen mitnehmen, auch vielleicht in die Kabine, wie da jetzt die Stimmung war? Sie haben jetzt 2 Nackenschläge abbekommen, heute sogar emotional gefühlt, vielleicht sogar noch ein bisschen härter. Wie leicht ist es jetzt wirklich oder wie schwer oder wie sind Sie da jetzt gefordert, Fortuna da wieder auf Kurs zu bringen? Daniel Ginczek, Frage 1, wäre der 5. Schütze gewesen? Alles Weitere, ja nochmal, ist für mich jetzt auch gerade ein bisschen schwierig. War absolutes Wellenbad der Gefühle. Ich hatte auch keine guten Momente und auch gerade nicht in der 120. Plus. Also kommt alles zusammen. Brauche jetzt ein paar Stunden, schaue mir das Ganze nicht mehr an, sondern mache einen Haken dran. Es sind 2 Wettbewerbe. Der erste Wettbewerb, wir wollten eine Reaktion zeigen auf den Liga-Alltag. Das war nicht gut, was wir gemacht haben in Paderborn. Die Reaktion war heute da. Jetzt wollen wir nochmal eine Reaktion auf das Ausscheiden dann auch irgendwie zeigen am Wochenende, es ist Sandhausen. Also wir sind raus, also wäre gerne weitergekommen, aber jetzt Haken dran. Und es ist meine Aufgabe, es ist die Aufgabe des Staffs, dass wir die Köpfe frei bekommen.
Und vielleicht auch ein paar positive Momente mitnehmen. Ich habe wieder einen Spieler aus dem Leistungszentrum gefunden, der in der Lage ist, in der zweiten Liga Fußball zu spielen. Und das hat er gut gemacht, auch wenn er sicherlich heute den schlechtesten Moment hatte von allen. Klaus Bergmann von der dpa nochmal. Herr Weinzel, der Club ist der einzige Zweitligist unter lauter Bundesligisten jetzt im Viertelfinale. Und Fußball ist ja immer so ein Wunschkonzert. Wen wollen Sie denn jetzt? Ich wollte weiterkommen, das haben wir geschafft. Vielleicht ein Heimspiel. Ja, die Namen sind alle groß. Wir werden sehen. Ich habe jetzt da keinen, den ich bevorzuge. So, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann bleibt mir noch zu sagen, morgen Training um 12 Uhr, also Spielersatztraining öffentlich. Und Pressekonferenz, die nächste dann am Freitag um 11 Uhr vor unserem Spiel gegen Regensburg. Euch allen einen schönen Abend, unseren Gästen einen schnellen Weg wieder zurück in die Heimat und auf bald. Macht's gut, tschüss.